Australia. Die Sonne knallt hier gerade extrem und deswegen sehe ich irgendwie nicht so viel. Aber wir sind hier gerade an so einem See, Boombunga Lake heißt er. Und das ist eigentlich ziemlich cool hier. Ein paar coole Drohnenaufnahmen gemacht. Und das ist alles getrocknetes Salz hier auf dem Boden. Hier im Hintergrund sieht man das. Also der See ist ausgetrocknet und hier ist halt nur noch das Salz übrig. Und bei Instagram haben wir ein paar coole Fotos gesehen. Und wir fahren gleich weiter in Richtung Port Augusta. Wollen davor noch einen Nationalpark mitnehmen. Da nehmen wir euch natürlich auch mit. Ja, das sind erstmal unsere Pläne. Ja, also wir sind jetzt doch nicht zum Nationalpark gefahren. Auf dem Weg haben wir halt gesehen, dass man für den Nationalpark Eintritt bezahlen muss. Und der war jetzt nicht so spektakulär, deswegen sind wir einfach weitergefahren. Sind nach Port Augusta gefahren. In Port Augusta war halt gar nichts los, also wie hier überall in Australien. Weil heute ist Karfreitag. Da war halt komplett tote Hose, haben wir kurz Mittag gegessen. Und sind jetzt weiter nach Whyalla gefahren. Weil dort gibt es warme Duschen. Marie duscht jetzt gerade. Und dann müssen wir heute nochmal ungefähr, ich glaube, 150 Kilometer zum Free-Campingplatz fahren und werden uns jetzt gleich auch nochmal Whyalla angucken, weil die Bucht sieht hier auch richtig geil aus hinter mir und vorne gibt es auch noch geile Sandstrände.